Flavio Simonetti, Retter der Dünnen. Hallo mein Freund, Flavio Simonetti hier. In diesem Video geht es darum, wie werde ich beliebter und einflussreicher. Ja, ich habe in den vergangenen 12 Jahren viele Seminare besucht, sehr viele sehr einflussreiche Leute kennengelernt, mit ihnen gesprochen, zugehört, unter anderem auch Milliardäre, die einen großen finanziellen Erfolg erreicht haben, und ich habe viel von diesen Leuten gelernt. Und ein Bereich ist unter anderem, wie du einflussreicher wirst, wie du Leute findest, die das, was du willst, schon können. Und ich möchte dir von der Erfahrung, was ich gelernt habe und was dir helfen kann, erfolgreich am Leben zu werden, einfach meine Tipps geben. Ein ganz einfacher Tipp, der dir mit Sicherheit helfen wird, der eine auf langfristiger Strategie aufgebaut ist, ist, dich in andere zu investieren. Das hört sich jetzt am Anfang vielleicht etwas mau und langweilig an, steckt aber sehr viel Potenzial dahinter. Wenn du Leuten hilfst, die Gas geben, die was erreichen wollen in ihrem Leben, und du investierst dich sehr stark in sie, dann werden sie irgendwann das Bedürfnis haben, dir auch zu helfen. Es geht dabei nicht darum, ich gebe dir und dann hoffe ich, dass ich auch was von dir bekomme, sondern es geht darum, ich gebe von Herzen und irgendwann werde ich dann von alleine was zurückbekommen, wenn ich weiß, dass der andere ein Charakter hat. Ja, weil Leute, die viel geben, die kriegen auch immer viel zurück. Und ich habe das immer wieder festgestellt, wenn du anderen Leuten hilfst, sie unterstützt bei ihrem Ziel, dann wollen sie dir helfen bei deinem Ziel. Also fang an, überleg Leute, die dir wichtig sind, die vielleicht Vorbilder für dich sind, wie kannst du ihnen helfen? Aber nicht nach dem Motto, so ich mache eine Kleinigkeit für ihn und hoffe ich, dass ich eine große Sache zurückbekomme, sondern du investierst dich. Das ist ein Prinzip, das überall funktioniert. Wenn du sagst, hey, ich will mehr Geld verdienen, dann gibt es viele, die gehen zum Chef und sagen, hey Chef, ich will einfach mehr Geld verdienen. Ich bin es wert, ich bin gut, ich brauche jetzt einfach ein bisschen Kohle, wie schaut's aus? Das ist ein Prinzip, das vielleicht hier und da mal funktionieren kann, aber wenn du einen Chef hast, der dich fordert, dann sagt er, hey, nee, das reicht nicht, ich will Beweis bekommen, dass du es drauf hast. Und eine bessere Strategie ist, wenn du einfach hingehst und zeigst, was du drauf hast, ohne groß darüber zu reden. Du versuchst deinem Chef die ganze Zeit zu helfen, ohne einen Hintergedanken zu haben, das ständig, dauerhaft, ohne zu hinterfragen. Und irgendwann kannst du vielleicht mal kommen, oder er kommt von sich und sagt, hey, ich will dir helfen, ich will dich unterstützen. Und wenn du einen Chef hast, der auf sowas überhaupt nicht eingeht und darüber keine Sensibilität hat, dann ist es Zeit, das Boot zu verlassen, dir was Neues zu suchen. Aber das Prinzip zu geben, das ist ein ganz einfaches Naturgesetz, das Prinzip Saat und Ernte. Wenn du Kartoffeln säst und pflegst das Ganze, dann wirst du Kartoffeln ernten. Wenn du viel gibst, wirst du ernten. Vielleicht nicht nach dem Prinzip Kartoffel, das heißt, du tust Kartoffeln rein und kriegst Kartoffeln, sondern es kann sein, dass du Kartoffeln reintust und kriegst vielleicht Wassermelonen. Oder du tust Kartoffeln rein und kriegst Ananas. Wie auch immer. Was ich damit sagen will, es kann sein, dass du auf dem gleichen Niveau belohnt wirst. Es kann aber auch sein, dass du deutlich mehr belohnt wirst. Ich habe es immer wieder festgestellt, ich habe Seminare gegeben, kostenlos, und habe dafür nichts verlangt. Habe da bei Leuten gesprochen und ich habe dafür jetzt nicht im Gegenzug irgendwann einen Sack voll Geld bekommen, sondern ich habe einfach Leute kennengelernt, die auch sehr erfolgreich waren, die sehr einflussreich waren, und konnte dadurch von ihrem Wissen, von ihrer Power einfach profitieren. Also ich habe nicht das Gleiche bekommen, was ich investiert habe, sondern eigentlich noch was viel Besseres, denn diese Sachen, Beziehungen kann man nicht mit Geld bezahlen oder im Gegenwert bringen. Ich habe zum Beispiel 2008, wo ich mein erstes E-Book über Muskelaufbau geschrieben habe, habe ich einen Mentor gehabt, der mir geholfen hat. Der hat dafür kein Geld verlangt, der hat gesagt, Flavio, ich mache das für dich, ich will dir helfen, einfach von sich aus. Und es war, weil ich wirkliches ernsthaftes Interesse gezeigt habe. Und mein Tipp ist, investier in andere Leute, wo du weißt, die haben Power, die wollen vorankommen, du unterstützt sie, wenn du merkst, die sind charakterlich richtig gut und reif, dann sind sie auch bereit, dir später auf einem Niveau zu helfen, wo du vielleicht dir noch gar nicht vorstellen kannst. Also, ich hoffe, dir geholfen zu haben. Wenn das Video dir gefallen hat oder Fragen hast, dann stell sie drunter. Hier einfach, gib ein Like, zeig es deinem Kumpel, den dieses Thema interessiert. Und ich freue mich aufs nächste Video.
Ansonsten, wenn du sagst, Flavio, ich will noch mehr wissen, das Thema Erfolg, Persönlichkeitsentwicklung, wie werde ich zum Mann, interessiert mich tierisch, dann geh auf naturgewalt.de/Seminar. Dort bekommst du mehr Infos und dort will ich dir noch mehr helfen, wie du dein Limit überschreitest und zu einer echten Naturgewalt wirst. Mach's gut, dein Flavio Simonetti.